Alten, klar, dass sie das wussten. Dann war UHA und so, deutscher ESC-Übertragung 1979, das war Genghis Khan. Ach, ja. Naja, jetzt fällt es einem ein, ne? Mhm. Dann Conchita Wurst, das war Rise Like a Phoenix, vollkommen richtig. 3 Punkte für sie. Dann das israelische Topmodel ist Bar Rafaeli. Bei denen waren wir die Round DiCaprio zusammen. Egal, haben sie leider nicht gewusst. Und Roger Cicero, das war Frauen regieren die Welt. Ja. Genau. Und wir hatten noch Rudy Carrell, hätten wir auch noch gehabt. Also bei ihnen wären es 3 Punkte. Ich finde, sie haben sich trotzdem super geschlagen. Und ich bin immer froh, dass ich